Gut, die Frage ist jetzt, wann kommt denn der Anruf? Muss ich wieder irgendwo hinfahren? Oh, Falsch gelegen, immer sehr unangenehm. Okay, wie läuft denn das jetzt hier? Alter, war das dunkel. Aber wo ist denn der Taxifahrer hin? Nimm ich halt den. Nein, ey, was? Irgendwer? Keiner? Ah, könnte ich dir einen Bonus geben? Weil du hast das richtig gemacht. Er hält an und knallt extra irgendwo gegen. Wir lassen mal zum Restaurant fahren. Ich hoffe, dass dann irgendwer anruft, aber ich weiß heute nicht. Weil uns fehlt ja also... Jetzt müsste ja die Hochzeit kommen. Oder muss ich Roman anrufen? Ich ruf mal an. Was soll schon passieren? Gucken, was der so sagt. Jetzt bin ich verwirrt. Also, was muss ich jetzt machen? Ich fahre mal zur Attentäter-Mission, weil wenn ich keine Mission kriege, mache ich halt einfach die. Raus mit dir! Attentäter. Das ist jetzt irgendwie komisch. That's great. So, ruft jetzt hier wer an? Irgendwas? Pecorino, oh oh! Warum ist denn die Scheiße am Dampfen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh oh. Da bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Weil die Mission, ich erinnere mich nicht so dran. Ich weiß, irgendwann kommt eine Hochzeit. Aber an den anderen Missionen? Keine Ahnung. Oh. Strip Club. Okay, one last thing. Oh, okay. Eine letzte Sache. Oh, Vodka on the Rocks, okay. Oh nein. Ui. Was gibt's denn? Oh nein. So wie immer. Okay. Oh, wie jedes Mal. Das hoffe ich doch. Ich kann das mit dem nicht. Kann ich den erledigen dann? Ich hab ne Idee. Hoffe ich doch. Darf ich denn jetzt Dimitri erledigen oder ist das jetzt hier nicht so? Also, hä? Hoch! Hoppala! Ja, überschreibt das Ding. So. Taxi. Bleib doch stehen. Hallo. Du hättest keinen Bonus von mir bekommen. Lass mich erstmal hinterher rennen. Warte. Wo muss ich hin? Warte, was? Info. Hä?
Warte, was? Hä? Wo? Wo ist denn jetzt die Mission hin? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Oder ruft mich wieder wer an? Ja, wir sollen Roman an. Aber warum? Roman, I have a problem. You've got a problem, Nico. I'm about to get married. I'm about to commit to one woman for the rest of my life. Ist doch gut. Serious, Roman. I have been asked to work for Dmitry Reskolov again. There could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in Easthook, right? What? You knew about this? He's on the boat. Der weiß davon? Yeah, I heard you had forgiven him and we're working together. You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitry is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burned down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hasty, cousin. I have to think about it. Speak to you later. Er hat aber recht. Er hat jetzt ein größeres Apartment. Wir haben mehr Geld. Kate? Warum Kate? Hey Kate, I have a decision to make. Ach so. And I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. You don't need money. What is it going to change about your life? I don't know. It'll make things easier. For me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico. Goodbye. Entscheide dich. Okay. Wenn wir den... Oh Gott. Wenn wir Rache ausüben, wird der Mafioso uns hops nehmen. Ziemlich sicher. Wenn wir keine Rache... Ach komm, scheiß drauf. Oh, ich kann das eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nachricht oder was? Ja, Roman hat recht. Ich sollte das nicht alles wegwerfen. Er hat recht. Springen wir bei unseren Schatten und gehen und... Boah, ich hätte ihn eigentlich... Ich würde ihn gern töten, ne? Aber... Manchmal muss man einfach auf einen sauren Apfel beißen und dann rein. Was bleibt uns anders übrig? Komm. Wegpunkt. Wir entscheiden uns fürs Geld. Das muss die falsche Entscheidung sein. Es muss eindeutig die falsche Entscheidung sein. Und wenn ich weiß, was für Konsequenzen hat, werde ich nachgucken, was die andere Entscheidung ist. Aber jetzt müssen wir es so machen. If the price is right. Wenn der Preis stimmt. Big Phil, what's up? We're going to Port Tudor. Let's move. Können wir auch ein Taxi nehmen? Dann, wenn ich eins brauche, kommt natürlich keins. Excuse me, Mama Mia, my bad. Er geht nicht dran? Was ist denn das? Ich brauche ein Taxi. Ich will da nicht. Oder ist es weit weg? Na, ist gar nicht so weit weg. Komm, wir fahren einfach hin, oder? Steh auf, Nico. Wir fahren da so hin, was soll's. Nein, fahren wir nicht. Lol, hier steht doch ein Auto, ich Idiot. Na, was soll's. Was soll's. Ab zum Treffpunkt. Das ist so eine... Das muss eine falsche Entscheidung sein. Oh,
Bleib mal stehen hier. Ja, ich trau dem auch nicht, aber was haben wir für eine Wahl? Komm, wir nehmen das Taxi, was soll's. Ich trau den absolut nicht, aber wir haben keine Wahl. Also klar haben wir eine Wahl, aber... Wenn wir Rache ausüben, das bringt uns das. Ich meine, Roman hat recht. So. Quasi haben wir jetzt ein besseres, neues Apartment bekommen. Und man muss auch nicht immer so nachtragend sein. Ach, scheiße. Yep. That's right. Where is it? When we get word that the Brown is good, we'll give up the cash. You just head into the compound and wait for us to give you the nod. Fahr in die Docks. Ich habe kein Auto. Jetzt brauche ich doch ein Auto, oder was? Oh mein Gott. Phil, steh auf. Nicht rumlungern hier, please. Du hast Phil zurückgelassen, weiß ich. Aber ich brauche ein Auto. Da rüstet schon mal die dicke Waffe aus. Ich weiß nicht, was nochmal so blüht. Ich bin mir sicher, dass es so oder so geknallt hätte und knallen wird. Hier wird es knallen. Bei der anderen Entscheidung hätte es geknallt. Offensichtlich, weil wir ihn umlegen müssen. Ja, das wird doch wieder so übel enden, ja. Fahr in die Docks, ja. Schneid dich an, Big Phil. Ja. Have you given them the H? I want to get this money and go home. You know what? I thought, why should we hand over the H with this price? I thought it'd be easier if I just killed those guys and kept it. Easier for who? What the fuck are you doing? Me and Phil are in their compound. What's going to happen when they find out? If I was you, I'd go and get the money off them. It has to be on the site. That way we all win. Good luck and you go. Fucking Dimitri. He's killed the guys. Mein Gott. Shit, we're screwed. They ain't gonna let us leave. All right. If we're fighting, we're fighting for the money. We got to jump on that. Fuck. Follow me. Okay. Dimitri ist halt so oder so ein ganz, ganz, ganz dummer. So. Ich kann das nicht mehr. Ich ertrag den nicht mehr. Ich hätte ihn einfach eine Kugel verpassen sollen. Ich werde das so bereuen. Ich werde die Folge einfach nicht hochladen, weil ich so bereue jetzt schon. Ich bin schon so sauer. Ich kann das nicht mehr, Mann. Komplett die falsche Entscheidung scheinbar gewesen. I mean, es wäre bei einem anderen auch scheiße gelaufen. Machen wir uns nichts vor. Hopp, hopp, hopp. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hoch, hoch, hoch. Ach, so ein Mist aber auch. Wirklich. Hier läuft alles. Das ist alles Kacke. So, und jetzt? Nimm mal die kleine Waffe, dann sind wir schneller. Was hast du denn vor, Phil? Ich meine, ich habe eine Sniper. Ach du Scheiße, sind das alles Gegner? Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Das war's mit Big Phil. Man muss ein bisschen rollen hier. Chill mal kurz. Oh, hier rappelt's aber auch im Karton. Die sind überall. Was ist denn das? Danke, Dimitri. Boah, können wir den bitte noch umbringen? Wirklich, mir juckt's im Finger. Wirklich. So ein ehrenloser Penner. Schnapp sie dir, kannst du länger. Kannst du versuchen, mein Freund, das wird aber nichts. Das wird nichts werden. Ich mache euch alle fertig. Ich arbeite dran. Ich sehe nichts, Big Phil, dein Arsch ist im Weg. Ach, das stress ich hier. Wo?
Schnell, schnell, schnell vorrücken. Mein Gott, es hört nicht mehr auf. Da kommen ja immer mehr. Wer rushen denn? Penner. Wer hat hier auf mich geschossen? Wer war das? Wer schießt denn hier? Ach, da ist ja noch wer. Haben wir es jetzt? Nein, da oben läuft noch wer. Oh, der fällt runter. Der ist weg. Ey, ich bin kein Pole, Mann. Was soll denn das für eine Aussage wieder von dir hier? Wichser. Schnell nach oben. Wer schießt denn noch? Von wo? Penner. Eine kranke Mission, wirklich. Alles wegen Dimitri. Boah, bin ich sauer auf den. Noch mehr als vorher. Das ist nicht so einfach, Phil. Wie viele sind denn das hier? Holy shit, wie viele. Ich geh da einfach rein. Chill. Geschafft. Mach die Tür schnell auf. Schneller. Er rennt weg. Nein, mit dem Geld. Es kommt noch schlimmer. Es kommt immer noch schlimmer. Es kommt immer schlimmer. Jedes Mal. In so einem Ding soll ich ihn verfolgen? Phil? Steigst du ein? Jetzt steigt er noch, wie schnell weg hier. Ja, aber... Ich kann auch einfach Munition verschwenden. Ich halte einfach drauf. Wobei, ne, ich kann ja nicht... Ja, wie sollen wir das machen? Wir können doch nicht drauf schießen, oder? Na, schauen wir schon. Ey, was für Räder haben die in diesem Spiel? Dass der noch fahren kann, ist so... Oh, ich brauche noch das Auto einfach. Eieieiei. Boah, das Auto ist so scheiße. Gib Gas! Ich arbeite dran, das ist nicht so einfach, Dinge zu fahren. Wo fährt denn der hin? Wo will der hin? Oh. Wie soll ich ihn mir schnappen? Der rennt doch nur weg. Ich meine, ich kann auf die Räder ziehen, das bringt scheinbar in diesem Spiel nichts. Offensichtlich. Hä? Woran hängt es denn? Boah, diese Mission, die, also, die ist belastend. Willst du mich veräppeln? Ich komme hier nicht hoch. Komm, komm, komm. Gib Gas. Oh, das könnte es gewesen sein, oder? Ich krieg den, glaube ich, nicht mehr. Wo ist der jetzt?
Ich glaube, ich kriege den nicht mehr. Das war's. Oh mein Gott, ist das eine belastende Mission. Jetzt kommt der Taxifahrer auch noch angeschissen hier. Wo ist er jetzt lang gefahren? Er ist links abgewogen. Ja, ich arbeite dran. Also, hier muss man sich echt zusammenreißen bei dieser Mission. Also wirklich. Nein. Okay, biegt ab, Gott sei Dank. Und wo ist er jetzt? Oh mein Gott, eindeutig zu weit weg. Ich fahre auch ein falsches Auto. Eigentlich sollte ich mal das Auto wechseln. Oh, da bildet sich erst was. Oh, solche Grafikfehler hasse ich. Wenn sich die Map erst aufbaut, boah, da krieg ich Puls. Ja, so war das halt früher, was soll's. Ja, ich komm doch gleich ran, entspann dich. Jetzt holen wir uns. Ich bin einfach der bessere Fahrer. So, deswegen kriegen wir den auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. War das knapp. Entschuldigung, Mr. Polizist. Jetzt kommt's ganz dicker. Jetzt haben wir noch die Bullen am Hals. Jetzt kommt es ganz dicker. Wie viel hält denn der aus? Wo ist der Penner? Wo ist er? Wir haben das Geld, wir haben das Geld. Wir nehmen die Karre. Bring Phil zurück nach Tudor. Eieieiei. Schneller, komm. Können wir auch ein Taxi nehmen? Nee. Ja, ist scheiße. Der Typ, das ist typisch Dimitri. Yep. Dimitri likes to set up executions. He set up his best friend, Mikhail Faust. You gonna kill him then? No, it's over for me. I'm out. If I was going to kill him, I would have done that instead of this deal. Now yep. I got the money and I'm going to forget all about this shit. Ich würde ihn trotzdem gern umbringen. Ist das okay? Oder nicht? Ich würde Dimitri trotzdem erledigen. Ich würde ihn gerne trotzdem erledigen. Der gute alte Taxifahrer. So, immerhin haben wir das Geld. Das zählt doch schon mal. Boah, was eine Mission. Gleichfalls, Phil. Ciao. Ciao. Dann geh doch auch. Was eine Mission. Roman, Daumen hoch. Eine halbe Million. Man bekommt eine halbe Mille. Das wiederum ist okay. Lass mich freiziehen, hallo. Dummer Penner. Unterbricht mein Telefongespräch. Selbstschuld. Selbstschuld. Pegorino ruft an. Oder so ähnlich heißt er, glaube ich. Wir haben seinen Auftrag erfüllt, der kann ja wohl nicht sauer sein. Jawohl, so wollte ich das hören. Ja. Das war's? Jetzt sind wir raus? Sind wir durch mit dem Spiel? War's das schon? Rufe Kate an, jawohl! Hey Kate,
decided to work with that guy. I don't know if it was the right decision, but I did it. He screwed me over again. You see, Nico? You should have gone with your instinct, yep, not to trust him. I can't believe you could care about money that much. Well, we do what we can to survive, Kate. Are you coming to Roman's wedding? I don't think so, Nico.